geht ab, ihr Lieben? Willkommen bei unserem neuen YouTube-Video. Ich heiße Stefan. Ich bin Lara und zusammen sind wir 11 Freundinnen. Let's go! Also Leute, wie die meisten schon von euch mitbekommen haben, haben wir auf TikTok ein Video hochgeladen, wo wir koreanische Süßigkeiten, Spezialitäten, was auch immer bestellt haben. Und ja, in diesem Video werden wir euch alles zeigen, wir werden alles probieren, egal ob lecker oder eklig. Und ich würde sagen, viel Spaß damit. So Leute, bevor wir anfangen, kurz Eigenwerbung, das ist unser neuer Merch, also abchecken! Abchecken, aber jetzt wird gegessen. Also, was mich richtig anlächelt, sind diese großen Chips-Packungen hier. Schaut mal, okay. Das sind so Onion Rings, steht doch drauf. Das sind so Honey Twist Snacks. Jetzt scheiß ich mal nicht ein. Okay. Ja, guck mal, pack die Koreaner. So, wir probieren erstmal die hier. So, Honey and Apple. Apple. Okay, probieren wir mal. Die sehen eigentlich voll geil aus, wie so Fake Pommes. Mmh. Und? Geil. Schmeckt halt nach Honig. Schmeckt voll und geil. So ganz dezent nach Apfel. Aber ist voll hart. Willst du auch einen, Sebastian? Willst du mal probieren? Probier mal. Ja, brauchen wir nichts vorlesen, ist ja beschrieben, was drin ist. Die sind hot and spicy, ich habe echt Angst. Die riechen schon mal ganz geil. Boah, geil. Die schmecken wie Zwiebelringe, Leute. Die schmecken einfach wie Luft irgendwie. Ein bisschen wie Fuß im Abgang. Die schmecken wie Zwiebelringe. Hier, Sebastian. Die haben eigentlich ganz geil, ne? Schmeckt geil. Ich finde, das schmeckt wie Zwiebelringe so ein bisschen. Aber irgendwie auch so ein bisschen nach Luft halt. Weißt du, was ich die ganze Zeit probieren wollte? Das habe ich auch schon im TikTok-Video gesagt. Diese Dinger hier. Ich will die hier probieren. Das ist einfach Weingummi, wahrscheinlich was hardcore nach Beere schmeckt, oder? Boah, riech mal. Boah, das riecht so hart nach Chemie. Ja. Aber schmeckt schon geil, ne? Safe. Boah, das riecht. Ey, bitte, Sebastian, riech mal. Boah! Boah, krass. Also, das schmeckt echt nicht gesund. Schade, ich dachte, das wäre nicht geilsten. Egal. Brauchst du was zum Trinken? Boah, ne, ich will das nicht probieren, ehrlich gesagt. Ich hab auch echt Angst. Mit irgendwelchen weißen Dingern. So ein Stück Rindfleisch. Schaut mal, es sieht aus, wäre so ein Stück Rindfleisch drin, oder? Ja, willst du das mal probieren? Darf ich lesen, was das ist? Ja, guck mal, ob das vielleicht ist auch einfach zum Verzehren oder so. Das ist ein Zimtpunsch. Okay, bevor wir das trinken, hier. Pepero. Pepero. Korean Nummer 1 Brand. Okay, probieren wir das mal. Die schmecken wahrscheinlich einfach nur Schoki selbst. Ey! Schau mal, die sind crispy. Ja, die werden geil schmecken. Boah, die sind geil. Ja. Hier, Sebastian. Also, damit ihr wisst, so werde ich bezahlt natürlich hier. Genau, nur mit Essen. Aus Korea. Wie viele Punkte geben wir dem? 1. Oh, wir hätten echt Punkte verteilen können. Komm, holen wir schnell nach. Wir machen kurz Glühwein. Erst machen wir diese Flips. Den gebe ich. Diese Pommes. Ich gebe den 8. Ich gebe den 8 auch. Ne, ich gebe den 7 von 10, weil die sind mir zu hart. Mein Gebiss ist zu alt. Dann die runden Onion-Dinger. Die kriegen von mir 8 von 10. Die kriegen von mir 6, weil die in der Luft schmecken. Boah, gemein, ey. Okay, aber die sind 10 von 10, aber sowas von. Ja, und erstmal die vergessen. Die Orion Jelly. Oh, was hier kommt. Ich will noch einen. Also die, da gebe ich 0 Punkte. 4? Ja, am Anfang war nicht lecker. Nee, ich finde, die schmecken Müll und riechen Müll und das ist einfach nur... Ich glaube, wenn du das alles isst, bist du, glaube ich, vergiftet. Was willst du jetzt? Ich will das jetzt hier. Kann man das trinken oder nicht? Ja, das ist Zimtpunsch. Go. Go for it. Zimtpunsch. Drück jetzt schon mal Like, wenn er das exen soll. Boah, niemals. Ich kotze alles voll. Ja, das riecht aber geil. Komm, runter damit. Das riecht da. Das riecht voll aber hardcore Zimt, als würdest du so einen Löffel voll Zimt in deinen Mund nehmen und das machen. Bro, das schmeckt original, du musst gleich trinken. Nee, auf keinen Fall. Ey, weißt du, wie das schmeckt? Ich hasse Zimt. Nee, kennst du diese Kaugummis? Das ist so eine rote Verpackung und die schmecken so. Die schmecken so nach diesem Zimt. Bah! Ey, ich finde das. Boah, das ist, als würdest du so einen Zimtlöffel essen. Nur, dass es flüssig ist. Geht klar, aber. Aber schmeckt halt nicht so geil. Aber nicht so geil. Aber nicht so geil.
Durchfall können wir nicht bekommen. Okay. Ist das ein Kaugummi? Aber dann können wir nicht Sebastian geben. Der kann die Hälfte davon. Kann man das teilen? Ich glaube, das ist Kaugummi. Ohne Scheiß. Hier, Bro. Ist das Kaugummi? Was ist das? Das schmeckt jetzt nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Weil ich von der Scent so ekelhaft. Da ist ein Mülleimer bei dir. Also ich gebe mir minus 3 Punkte. Ja, das schmeckt nach Kacke. Ich gebe dafür auch wieder 0. Was haben wir da vorne noch was gehabt? Das Getränk. Wie viel gibst du dem Getränk? 1. 0? Ich gebe dir eine 5. Ich finde das gar nicht so schlimm. Nochmal einen Sip erstmal hier. 1 für dich. Was ist das denn? Ich lese es dir jetzt vor. Das ist eine Sirup-Coated Rice Senbei. Also Sirup hört sich nicht so toll an. Sirup coated, das ist bestimmt um manche. Sirup coated. Wie ein Coat. Einfach hingecoated. Guck mal, ich hier, guck mal her. Das ist halt Reiswaffel mit irgendeinem ekligen Untergeschmack. Gebe ich eine 6 für. Nee, ist jetzt nicht so mein Fall. Erstmal trinken, ne? Mm. Also da steht weiße Torte, warum auch immer. Rocky, der ist vergiftet. Hello! Okay. Cheers. Du musst auch probieren, Sebastian. Okay, 1, 2, 3, cheers. Finde ich aber nicht so geil, ehrlich gesagt. Doch, ich gebe dem eine 9. Ich gebe dem eine 6. Nee. Das sind wahrscheinlich auch stinknormale Kekse. Der sieht voll geschimmelt aus, aber der. Siehst du das? Ja. Yeah. Wie so von so einer Oma die Hornhaut am Fuß. You just shut up. Können Kekse verschimmeln? Lohnt sich nicht. Ich würde sie einen geben, Sebastian. Arschtrocken. Einfach nur nach Keks. Arschtrockener Keks. Das ist ein Bonbon. Sebastian? Ja, schmeckt voll chillig. War lecker. Wieso essen wir es nicht? Das ist wahrscheinlich todesungesünder, nur aus Zucker. Das ist wie ein Lolli ohne Stiel. Mhm. Erstmal einen Schluck dabei mit Zimt mischen. Ich will wissen, was das ist. Wow! Das war echt ekelhaft. Wait a minute! Das ist gar nicht schlimm. Haben die einfach mal reingepackt. Noch ein Cookie. Was soll das denn, Leute? Schaut euch das an. Der ist schon direkt kaputt, komplett. Das sieht aus wie diese Beefy, die du gerade gegessen hast. Wie heißt das, Fritze? Karazza. 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 Ja, hier. Vielleicht ist da ein Stück Salami drin. Achtung. So. Es hängt überall. Hauptsächlich noch das Bonbon im Mund. Jetzt hängt es Bonbon, Keks und Zimtgetränk. Wer bietet mehr? Wir haben hier einen Schokopie. Ich habe Koko gelesen. Ein Schokopie. Ich glaube, der ist richtig delicious. Ja. Mmh. Schmeckt geil. Geil. Der erinnert mich an diese, wie heißt das, Twist? Mhm. Ich wette mein Popo darauf, dass das Oreos sind. Ja, so Fake Oreos. 100 pro. Oder irgendwie mit irgendeiner Füllung dazwischen. Ja. Die heißen bestimmt, keine Ahnung, Chloreos. Wir haben gar keine Chloreos. Aber die haben ein richtig fancy Design. Und so richtiger Fake Oreo Keks. Ich würde das aber jetzt nicht merken, wenn das, ob das jetzt ein echter oder ein Fake ist. Ich schon, weil der Keks ist härter. Der Keks ist härter als ein Oreo. Da muss ich weiß nicht. Okay. Willst du noch einen? Nein. Sebastian, du? Mhm. Ja? Schmeckt gut? Schmeckt dir das, Sebastian? Mhm. Okay. Das fühlt schon wieder wie so eine Kusche. Das ist ein Keks. Das ist ein Kackehaufen. Guck mal, Sebastian. Und? Ich kann Schokolade nicht mehr sehen. Das ist wie so ein richtig geiler American Cookie, nur ich richtig missraten. Ich mal das Bonbon hier. Wieder Geschmack zu neutralisieren. Ich glaube, das sind Kaugummis. Fritz. Hab ich doch gerade schon gesagt. Ja? Wie der Fritz. Fritz. Ich sag das mal an.
Mauern, Sebastian. Kann man voll gut essen. Voll weich. Ich liebe es, wenn die so hart sind. Kennt ihr Mauerarms, wenn die so richtig hart sind? Feierst du das? Ja, voll. So gerade im Auto liegen lassen über die Nacht ja, und dann nächsten oh mein Tag. Gott. Rocky, gib das mal Sebastian. Ich gebe dem eine 8. Oh, gibst du jetzt mal wieder Punkte? Dann gebe ich auch eine 8. Sieht original so aus, als hätten die so eine andere Süßigkeit produziert und das sind so die Reste und dann haben sie das einfach zusammen gematscht. Ich struggle immer noch in meinem Mund. Ja. Hey, du hast das letzte Wasser im Mund. Boah, das ist richtig abartig. Das musst du jetzt sofort probieren. Bah! Boah, das ist so eklig. Das auch. Ich fühle das. Boah, das ist ekelhaft. Ich fühle das nicht. Das ist unfair. Friss es jetzt. Kau drauf rum. Und schmeckt? Mir schmeckt das nicht. Wenn es dir schmeckt, dann bist du komisch. Ja. Oh Gott. Lol, sind das Chips? Das ist wie Pringles. Das sind Chips. Toll. Okay, der Nachgeschmack ist schon so ein bisschen fuß. Ja, voll. Geht eigentlich voll klar, ne? Hier. Letztes. Enjoy. Die schmecken cool. Ja, die schmecken so ein bisschen wie, kennt ihr das, wenn man so dieses richtig geile Karamellpopcorn hat? Was war für dich das... Kau erstmal auf, du hast so viel im Mund, ey. Was war für dich das ekelhafteste? Ekelhaftigkeit. Ich und zeig's dir. Was war das leckerste? Das ekelhaftigste war das hier. Mhm. Das war dieses weiße kleine Ding. Und darauf folgt das eklige... Ja, also ich fand das unnormal ekelhaft, weil ich weiß nicht, das schmeckt so salzig und so ganz, ganz eklig komisch. Und die Konsistenz, das passt einfach nicht. Ja, das passt gar nicht. Ansonsten hat jetzt alles mir nicht so gut geschmeckt, muss ich ehrlich sagen. Aber das am geilsten, Geilste. Ja, okay, das Geilste, sag mal das. Das Geilste war das, was Sebastian da hinten bunkert. Das war das erste, was wir probiert haben. Diese Fries-Dinger. Entschuldigung. Ja, ich fand die Chips eigentlich. Ich fand die Chips eigentlich auch am geilsten, muss ich ehrlich sagen, Leute. Also Chips waren. Die Chips waren geil. Die Schokolade oder die ganzen Kekse fand ich waren so random, wie als ob du die in Deutschland jetzt essen würdest, ne? Ja, ich meine. Nichts Special-mäßiges. Und dieses Getränk schmeckt am Anfang eigentlich echt geil, aber je mehr man davon trinkt, desto schlimmer wird das irgendwie. Wir hoffen auf jeden Fall, ihr hattet mega Spaß mit dem Video. Wir wollten das schon länger mal machen. Wir haben das natürlich auch auf YouTube gesehen und dachten, das müssen wir unbedingt auch mal machen. Vielleicht könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht können wir aus einem anderen Land mal Süßigkeiten bestellen. Das war wie gesagt jetzt Korea. Vielleicht kann man ja mal Türkei, Albanien. Ich weiß es nicht. Schreibt mal was in die Kommentare. Wir können ja mal russische Getränke. Oh, jeder trinkt einen Schluck und ist Hacke hier, oder was? Nee, also schreibt gerne mal eine Stadt oder kommentiert mal irgendein Land, dann können wir Süßigkeiten bestellen. Und ja, schreibt vor allem auch ihr mal, ob ihr das vielleicht auch schon mal probiert habt. Habt ihr euch schon mal... Kennt ihr was davon? Und was eure Lieblingssüßigkeit vielleicht gewesen wäre oder was ihr richtig interessant findet, was richtig lecker aussah, was ihr vielleicht probiert hättet, gerne. In dem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Ist nicht alles so durcheinander. Ich sag euch, das gibt nur Bauchschmerzen. Und ja, in dem Sinne. Du kriegst gleich erstmal ein Teechen. Ja, super. Ja, das war's, oder? Ja. Ich denke, gleich wird erstmal aufgewärmt hier, ne? Ja. Ja. Okay. Tschüss. Ja. Boah, du Sau!